Hallo und willkommen zu diesem Video. Es gibt noch ein anderes Scaling-Tool, so ähnlich wie MagPie, und zwar Lossless Scaling. Ja, der Name sagt es schon, es soll verlustlos skalieren. Wir wollen heute mal schauen, ob das wirklich so funktioniert. Ich habe jetzt hier Star Citizen gestartet und zwar mit einer Auflösung von 1280 mal 720 und der Bildschirm hat eine Auflösung von 2560 mal 1440. Wenn ich jetzt hier mal das Spiel starte, habe jetzt hier die Standard-FSR-Methode gewählt mit einem Schärfegrad von 2. Man kann von 0,5 bis 2 die Schärfe einstellen. Und dann wollen wir mal schauen, wie das gleich aussieht. Ich habe das vorher schon ausprobiert und die Schärfe deshalb auf 2 gestellt, weil es schon sehr unscharf ist. Einige Dinge funktionieren auch nicht, wenn man mit dieser App skaliert. Und zwar funktioniert die Bildschirmaufnahme mit Shadowplay von Nvidia nicht richtig. Die Tasten reagieren da nicht. Und einige Spiele laden auch nicht korrekt, wenn man skaliert hat. Ich weiß nicht warum. Das ist einfach so. So, jetzt bin ich hier in Star Citizen. Und wenn man hier so rumläuft, sieht erstmal alles ganz gut aus. Gehen wir mal dahin, wo eine Tafel ist. Zum Beispiel da ist Schrift. Und jetzt sehen wir, das ist schon recht unscharf. Wenn man ranzoomt, wird es besser. Und jetzt skaliere ich mal hoch mit der App. Und jetzt sehen wir, dass es immer noch sehr unscharf ist, obwohl ich relativ nah bei diesem Schild stehe. Wenn ich jetzt noch weiter hingehe, irgendwann wird es dann scharf, aber erst wenn ich quasi kurz davor stehe. Wenn ich jetzt mal normal hochskaliere, also die Auflösung in Star Citizen hochstelle, dann sehen wir schon, dass es doch etwas schärfer ist als gerade. Also so kann man so gut wie gar nichts lesen. Zumindest von der etwas kleineren Schrift nicht. Und ich finde, das ist alles andere als lossless. Also jetzt ist das auch schon deutlich besser mit der hohen Auflösung. Ich habe auch versucht, verschiedene Einstellungen in der App zu machen. Man kann hier verschiedene Formen oder Varianten ausprobieren. Aber das Ergebnis ist immer das gleiche, finde ich. Es sieht immer relativ schlecht aus.
Ja, wie ihr seht, das ändert sich nicht großartig. Da sah das immer noch am besten aus. Also es hebt sich jetzt nicht so sonderlich ab, welche Methode man da verwendet. Ja, so viel zum Thema Lossless Scaling. Ihr könnt euch das ja selber mal anschauen. Es gibt bei Steam eine kostenlose Version davon und die könnt ihr ausprobieren und dann selber entscheiden, ob euch das gefällt oder nicht. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Launch complete.